Das Soundsystem wurde aktiviert. S6 Fairsystem Sound Design 35336 als S6 nach Friedberg. Dienst beginnt heute auf Gleis 623 in Frankfurt Süd. Die ZZA ist bereits eingestellt und Sie können jetzt Ihren Zug aufrüsten. Nach der Freigabe durch Fahrdienstleiter weiter als Rangierfahrt mit 25 km/h bis Station Frankfurt Süd. Tab-Taste bitte nicht benutzen. Wir wünschen eine gute Fahrt und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom TSC 22 mit mir zusammen. Ich bin der Danny Spickers. Zug ist aufgerüstet, das habe ich auch eingestellt. Zugfunk ist angemeldet. Gut, dann schaue ich mal noch kurz in die LA. So, da. Ah ja, Baustelle in der Galluswarte. Gut, dann schaue ich jetzt mal, dass ich in den Bahnhof komme. Hier Fahrdienst Frankfurt Süd. Grüß dich, der Lukas hier auf 623. 35336 ist fertig für den Bahnsteig. Einmal für den 35336 in den Südbahnhof. Richtig. Alles klar, dir noch einen ruhigen Dienst. Tschö. Dir auch, tschö. Ja, wir werden jetzt warten, bis wir hier unser grünes Signal kriegen. Und wenn dann in den Südbahnhof einfahren, ich werde das heute ohne Sicherheitssysteme fahren, weil ich das vorhin schon mal angespielt habe und die PZB ist sehr, sehr empfindlich. Ich lasse das einfach sein diesmal. Ich möchte euch zeigen, wie dieses Szenario ist. Es ist ein sehr schönes Szenario, es kommt Überraschendes zutage und deshalb lasse ich das einfach mal mit den Zugsicherungssystemen. Ihr könnt das natürlich gerne mitspielen. Ich lasse es für heute einfach mal weg. Das macht das Spielerlebnis einfach schöner, finde ich. So, Ausfahrt. Beziehungsweise dürfen uns in Bewegung setzen Richtung Südbahnhof. Dann machen wir das. Fahrgäste schon. Wir ziehen vor bis vorne. So. Da wären wir. Öffne die Türen. Information, Fahrgäste des AC Galluswarte. Wegen Bauarbeiten entfällt der Halt auf allen S-Bahnlinien an der Station Galluswarte. Nutzen Sie alternativ die Straßenbahnlinie 11, 15 und 21. Die Unannehmlichkeit mit dem Bus zu entschuldigen. So, das ist der Look der Südbahnhof. Ihre Zugvorbereitungsmeldung wird jetzt bearbeitet. Wunderschöner Bahnhof. Wunderschön. So, da kommt ein Kollege. So, der neben uns hat Ausfahrt, der fährt nach Kronberg. Das
wunderschöne Aussicht. Wunderschön. Da kommt ein Güterzug. Und der RE müsste von der anderen Seite kommen, oder? Wo kommt der jetzt her? Da hinten kommt er. Das sind wir. So, auf geht's. Sehr geehrte Fahrgäste, die Deutsche Bahn begrüßt Sie auch im Namen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Vorsignal. Zieht in der Regel Gutes nach sich. Nächster Halt. Lokalbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Deswegen, weil er da vorne noch steht. Grün. Ach, warten wir, bis der da weg ist. So, dann sollten wir grün haben. Sind wir am Lokalbahnhof. Wunderschön. Wir haben Ausfahrt 29, also in Kürze. Im Moment kann man auch sagen. So, auf geht's. Ostendstraße, Europäische Zentralbank. Next stop, Ostendstraße, European Central Bank. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Exit to the left. Ja, die Ansagen sind natürlich wie immer wunderschön.
Straße. Da wären wir. Schön, auch das hat funktioniert. So, nächste Halte sind dann Konstablerwache, Hauptwache, Taunusanlage, Hauptbahnhof, Messe, Westbahnhof, Eschersheim, Frankfurter Berg, Beckerheim, Bad Fiebel Süd, Bad Fiebel, Dorteweil, Großkaben, Hochkaben, Niederwölstedt, Bruchenbrücken und Friedberg um 21.27 Uhr. Ich werde dieses Video aber splitten, weil das sonst einfach zu lange wird. So, Nullstellung. Auf geht's. Nächster Halt. Konstablerwache. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, hier muss man ein bisschen gegenbremsen, weil es bergab geht. Und, damit man nicht mehr die Geschwindigkeit fährt. Ist gar nicht so einfach. So, Konstablerwache, wunderbar. So, da wären wir. S6 auf dem Weg nach Friedberg. So, auf geht's. Im Moment. Nächste Station, Hauptwache. Nächster Halt. Hauptwache. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, auch das schaffen wir pünktlich. Ach, das ist doch auch mal eine schöne Aussicht. Seht euch das mal an. Das ist doch mal, oder? Ich finde das schön. Schön ruhig, sitzen in der ersten Klasse, würde ich mal sagen. Das ist doch mal eine geile Aussicht. So, Nullstellung. Dann fahren wir weiter Richtung Taunusanlage.
Nächster Halt, Taunusanlage. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, da sind wir schon. Das schaffen wir pünktlich. Wunderbar. Ach, die Tür geht nicht offen. Warum auch immer. Naja, es ist so. Jetzt ist sie offen. Habt ihr das gesehen? So einfach geht's. Ah, ja, ja, ich liebe es. So, schauen wir uns mal auf der Anzeige hier an. Um. Wiesbaden, Niedernhausen, Bad Soden, Kronberg. Friedrichshof und Friedberg. So, nächste Station wäre dann der Hauptbahnhof, glaube ich. Nee, ja doch, der Hauptbahnhof ist die nächste Station. Machen wir schon mal Nullstellungszwang hier. Beziehungsweise Nullstellung. Jetzt nämlich jeden Moment Ausfahrt haben. Gesundheit. Frankfurt Hauptbahnhof. Umstieg zum Regional- und Fernverkehr, U-Bahn, Straßenbahn und Bus. Next stop. Frankfurt Main Central Station. Change here for regional and long distance services. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Exit to the left. So, da wären wir. Hauptbahnhof. Wunderschön. Werte Fahrgäste, bitte beachten Sie folgende Durchsage. Aufgrund von Bauarbeiten an der Station Gallusvarte ist der nächste Halt unseres Zuges Frankfurt Messe. Fahrgäste mit dem Ziel Gallusvarte steigen bitte hier im Hauptbahnhof in die Straßenbahnlinien 11, 14 und 21 um. Frankfurt, herzlich willkommen im Frankfurter Hauptbahnhof. Zu viel los ist hier jetzt nicht, aber ja, so ist das. So, der hat Ausfahrt, EE, und wir haben auch Ausfahrt. Nächste Station, Frankfurt Messe. Nächster Halt, Messe. Next stop, Frankfurt Fair. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Exit to the left. Wunderschöne Ansage, wunderschön. So, wir werden den Tunnel verlassen, beziehungsweise das Unterirdische. Wir fahren jetzt wieder raus hier.
Signal. Oh, jetzt gleich trotzdem nur 60. Wow. Das 80 wird jetzt gleich wieder 60. Kurve müsste das soweit sein. Oder auch nicht. Naja, auf jeden Fall sind wir pünktlich. So, auch hier öffnen wir die Türen. Warten ab, was passiert. Ups, es klopft. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ja, hallo, entschuldigen Sie bitte. Könnten Sie bitte für einen bewusstlosen Fahrgast einen Krankenwagen rufen? Der liegt im mittleren Zugabteil. Ich glaube, der hat einen Herzinfarkt. Ja, natürlich. Ich rufe sofort einen Krankenwagen und komme dann. Alles klar, danke. Ach du liebe Zeit. Triebfahrzeugführer 35336, ich brauche einen RTW zur Station Messe, medizinischer Notfall bei einem Fahrgast im Zug. Ich wiederhole, hier Triebfahrzeugführer 35336, ich brauche einen RTW zum Bahnhof Messe, medizinischer Notfall bei einem Fahrgast im Zug. Ja, da ist unser Notarzteinsatz. Und hier der 35336. Und hier ist der Fahrdienstleiter. Notruf ist eingegangen und RTW wird bestellt. Kannst du mir noch kurz sagen, wo sich die Person im Zug befindet? Ja, die Person befindet sich in der Mitte des vorderen Zugteils. Gut, ich gebe das an die Rettungskräfte weiter. Melde dich bitte noch einmal, wenn es dann weitergehen kann. Alles klar, danke. Ich gehe jetzt mal hinter zum Fahrgast und schaue, was los ist. Gut, alles klar. Verehrte Fahrgäste, wegen eines Notarzteinsatzes hier im Zug wird sich unsere Weiterfahrt verzögern. Wir bitten um Ihr Verständnis. Ja, das kann natürlich vorkommen. Ganz normaler Bahnalltag. Im mittleren Zugteil soll der liegen, also irgendwo hier anscheinend. Hier soll das Ganze wohl stattgefunden haben. Das ist aber die falsche Anzeige, Kollege. IS-1 sind wir nicht. Das ist nun mal so. So, da kommt der Notarzt.
So, ich hoffe, die können den Herren da noch retten, die Person. Die jetzt nicht hier einen Toten liegen haben. Informieren. Tja, die Weiterfahrt wird sich noch ganze 3,5 Minuten verzögern, weil hier steht Abfahrt 2051. Soll das Ganze weitergehen? Bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht hier mit den mit der Kommunikation zu den Triebfahrzeugführern, der Fahrdienstleitung und den Fahrgästen. Sehr interessant, muss ich wirklich sagen. Ein sehr, sehr schönes Szenario. So, noch 1,5 Minuten, dann soll es weitergehen. So, ich speichere das Ganze schon mal ab. Na, dann melde ich mich jetzt verbeult. Und hier ist der Fahrdienstleiter. Und nochmal der 35336. So, das Ganze ist jetzt beendet. Ging zum Glück schnell über die Bühne. Der Fahrgast lag bewusstlos mit einem Verdacht auf einen Herzinfarkt im Fahrgastraum. Ja, ich bin dann wieder zur Weiterfahrt bereit. Alles klar, dann nach 35336 weiterfahren. Alles klar, tschö. Ja, dann können wir ja weiterfahren. Wunderbar.
Nächste Station Westbahnhof. Nächster Halt Frankfurt West. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Unsere Fahrt weiter nach Frankfurt bzw. nach Friedberg seht ihr dann in einem gesonderten Video. Ich hoffe, es hat euch bis hierher gefallen. Habt noch einen schönen Sonntag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei der Fortsetzung dieses Szenarios. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Servus und tschüss. Euer der Danny Spieters. Macht's gut. Bye, bye.